Hallo und willkommen bei unserer Kochshow. Ich heiße Eva Birngruber und ich wage mich an ein weiteres Rhabarber-Rezept. Wie ihr aus diesem Video hier oben erfahren könnt oder auch schon wisst, stehe ich mit dem Rhabarber ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber seit der Pizza, wo der Rhabarber mit Spinat kombiniert ist, muss ich sagen, habe ich meine Vorurteile abgelegt. Deshalb koche ich heute das Kartoffelgratin mit roter Beete und mit Rhabarber aus dem Kochbuch The Modern Cook's Year von der Anna Jones nach. Das habe ich bis jetzt immer überblättert, aber heute probieren wir es einmal. Dazu gibt es einen Rotwein aus Mallorca, den Motor Cayet. Bin schon gespannt. Ich glaube, den haben wir schon mal gehabt, Josef. Wir brauchen bitte einen relativ großen Topf und da kommt jetzt mal die Gemüsebrühe rein. Und ich habe da so Hafercuisine, also so eine Hafersahne. Man kann das natürlich auch mit normalen Milchprodukten machen. Ja? Aber nachdem ich das jetzt als vegan angepriesen habe, mache ich es natürlich auch vegan. Ja? Ich schreibe das ins Rezept rein und das Rezept findet ihr in der Videobeschreibung. Ja? Und wie ihr zur Videobeschreibung kommt, das blende ich euch ein. Gut, das haben wir mal. Da habe ich jetzt ein bisschen rumgepatzt. Selbst meinen Schutz habe ich heute noch nicht an. Den muss ich mir nachher noch holen. Und hier kommen jetzt zwei Lorbeerblätter rein. Eins und zwei. Und ein Teelöffel rosa Pfefferkörner. Und das wird jetzt erhitzt. Und kurz bevor es kocht, drehen wir ab und lassen das eine halbe Stunde ziehen. Und da habe ich dann genug Zeit, dass ich die Kartoffeln noch in feine Scheiben schneide. Aber ich glaube, dazu nehme ich die Küchenmaschine. Jetzt müssen wir die Lorbeerblätter rausfischen. Die Pfefferkörner bleiben drin. Einmal, zweimal. Und da kommen jetzt die Kartoffelscheiben dazu. Ja? Die brauchen wir möglichst dünn. Und das erhitzen wir jetzt und lassen es 5 Minuten sanft köcheln. Okay? So, jetzt holen wir uns die Kartoffeln vom Herd. Und jetzt müssen wir das kräftig würzen. Mit Salz, da braucht man schon einen Teelöffel, gell? Weil Kartoffeln brauchen immer wahnsinnig viel Salz und ordentlich Pfeffer. Gut. Oh, ich bin schon gespannt. Ich habe das ja noch nie probiert, dieses Rezept. Aber nach dem Coca, nach dem spanischen Pizza-Erfolg, wird das sicher gut sein. So, jetzt kommt da mal die Hälfte der Kartoffeln. Was nehme ich denn jetzt da? Da nehme ich am besten einen Schöpfer. Die Hälfte kommt einmal in die gefettete Auflaufform. Dann braucht man die Hälfte von den roten Rüben oder rote Beete, je nachdem, wie du sagst. Die sind vorgekocht, ja, aber das steht eh im Rezept drin. Die sind vorgekocht, die habe ich gekocht und geschält und in relativ dünne Scheibchen geschnitten. So, jetzt muss ich mir da die Hände waschen kurz. Da kriegt man so schöne pinkfarbene Hände. Und das wird wieder gewürzt. Pfeffer und ein bisschen Salz. Und da kommt jetzt der Rhabarber drüber. Den habe ich in so dünne
Scheibchen geschnitten. Dann die restlichen Kartoffeln. Und abgeschlossen wird dann mit den roten Rüben. Mit denen deckt man das zu. Fein, wiederum Hände waschen. Und den Schuh zwischen, für was habe ich ihn denn? Ja. Und nochmal pfeffern. Da tue ich jetzt gut Pfeffer drauf und ein bisschen salzen. Und ganz obendrauf kommen noch ein Teelöffel rosa Pfefferkörner. Und die werden im Mörser noch kurz angemörsert. Natürlich farblich fantastisch, gell? Das kommt jetzt eine Stunde ins Rohr. Aber die letzten 20 Minuten decke ich das ab, damit es nicht zu finster wird. Hast du einen Öffner? Habe ich, selbstverständlich. Dann kommen wir. Den Wein hatten wir übrigens noch nie bei einem Video, das war ein anderer von dem Weingut. Schauen wir mal. Ich bin jetzt echt gespannt. Du hast gesagt, du hast schon ein bisschen probiert und hast gesagt, das schmeckt gut. Ja, bei roten Rüben bin ich immer sehr Ich skeptisch. weiß, das ist nicht deins. Dafür gibt es einen guten Rotwein dazu. Diesen Rotwein bitte leicht gekühlt trinken. Die Rebsorte ist Cayet und der Wein ist aus Mallorca. Die Bodega heißt 4 Kilos, 4 Kilos wahrscheinlich. Und warum der jetzt Motor Cayet heißt, ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist da die Antriebskraft die Rebsorte Cayet. So kann ich mir das vorstellen. Weil der Josef hat nämlich vorne drauf das Ding da als Flugzeugmotor, Sternmotor identifiziert. Glaube ich. Das wird schon so sein. Du bist die Spezialistin ja, für mich. Für Motorenmeister. Das ist dein Job. Ja. Ach. Wunderbar. Reife Kirschen, Marzipan. Oh, richtig so die Mangerie fast. Dann aber auch so diese Kräuter, aber jetzt nicht so, so Wildkräuter, eher wenn man so wandern geht, wenn es heiß ist, so riecht es auch. Ja, es ist so. Ich weiß, der Josef mag diese Wanderungen nicht, wenn es heiß ist. Ich liebe das. Ja, die Küstenwanderungen, wenn es so richtig heiß ist. Das ist genau meins. Schmeckt er da? Sehr gut ist er. Aber sehr viel Prosa und Lyrik hast du da. Ach gut. Ja, ist wirklich fein. Das Kirschige hier hinten noch, das hat das ist sehr da, gut. Oder? Ja. Schokoladig. Lass dir schmecken, Josef. Du dir auch. Da ist Rhabarber drinnen, den du nicht magst so sehr. Und rote Rüben, den ich nicht. Ja, aber also. Den Rhabarber, mit dem habe ich Nein, mich aber mittlerweile angefreundet. Das ist sehr gut. Habe ich schon gekostet. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Siehst du, der Rhabarber, den darf man bloß nicht als Kuchen machen. Du. Der Wein passt auch gut dazu. Hast du angebautzt? Die Rübe sind nicht so schlimm, Josef. Das geht aus deinem schönen bretonischen Fischerhemd wieder raus. Rausschneiden, bitte. Ich glaube, dann haben wir es, oder? Wir haben alles genug ausführlich gelobt. Auch dich, Josef, muss ich Danke. Mal loben als Kameramann und als Fotograf. Ja, als Fotograf. Wir hatten gerade vorhin einen kleinen Ehezwist, das habe ich wieder beigelegt. Das macht aber nichts. Ja, ich habe recht bekommen. Also. Stimmt aber.
Wenn ihr auch mal mit mir streiten möchtet, nein, wenn ihr auch mal mit mir kochen möchtet, schreibt es mir gerne. Das lässt sich sicher machen. Und ich bedanke mich noch für die vielen netten Kommentare und für jedes einzelne Abo. Freue ich mich drüber. Gut, Josef, wir lassen es uns weiterhin schmecken. Ah, das ist ein gutes. Und das mit dem leicht gekühlt, das ist schon. Das ist gutes Motoröl, ist das Getriebeöl. Fein. Getrunken wie Getriebeöl, so kann man sagen. Ja. Schlechter Vergleich. Vielleicht. Ja. So, bis nächste Woche, Leute. Ja. Bis bald. Pfiat euch.